Hallo und herzlich willkommen hier bei den Brettspielgeeks. Wir haben ein neues, großes Paket bekommen und zwar von Korax und Konsorten, keine Ahnung. Wir machen jetzt zusammen mal auf. Ich habe die Liste zwar gesehen, aber schon ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, was wir alles angefragt haben. Mhm. Ganz viel ist ein bisschen Papier. Oh. Also, wir haben hier einmal Luft, Land und See. Okay. Ein Zwei-Personen-Spiel ab 14 Jahren. Aber ein Zwei-Personen-Spiel, ansonsten weiß ich nicht mehr davon. Ja, das ist so ein schnell gespieltes Zwei-Personen-Spiel und soll ganz gut sein. Okay. Dann haben wir hier Capital Lux Generations. Das erinnert mich an dieses eine Deduktionsspiel. Also einfach vom Artwork, nicht wegen dem Spiel selber. Das, ja. Wir haben einmal das. Dann eine Fortsetzung. Ein wundervolles Königreich. Wir haben eine wunderbare Welt oder wundervolle Welt? Wundervolle Welt. Ja, das haben wir schon gespielt. Das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Also ein schönes Gateway-Game. Was echt locker flockig ist und das soll ähnlich sein, sehe ich auch gerade. Hier, wir haben ja auch ganz normal wieder unsere Steine, also unsere Ressourcen, die wir produzieren, mit denen bekommen wir neue Karten. Aber ich sehe auch hier zum Beispiel, da gibt es nochmal was Neues, also nochmal ein neuer Kniff. Ja, interessant. So, wir gehen weiter. Etwas, was es schon länger gibt, aber wir noch nie gespielt haben, Muse. Das ist jetzt Muse Renaissance. Übrigens, ich kenne mich ja ein bisschen mehr mit allen Spielen aus, weil ich mich die ganze Zeit lese und alles. Dann finde ich das lustiger, wenn Wally das auspackt. Ja, das kann sein. Aber Muse gibt es ja schon länger. So ein Dixit-like. Genau. Einmal, wir haben hier so wunderschöne Karten. Und es ist auch genauso ein Partyspiel mit Deduktion. Gib deinen Hinweis, ohne zu reden. Nenne eine Person, die früher gelebt hat oder noch lebt. Also mit irgendwelchen Fragen dazu. Interessant. So, wir kommen zu Morgtum. Agenten des dunklen Zeitalters. Und das sieht düster aus. Das ist, was ich denke, für dich das beste Spiel sein wird. Echt? Ich dachte, du meintest ein anderes Spiel. Aber echt? Gut. Nee, ich meinte eigentlich das, weil du bist da diese Detektive. Mhm. Und ich glaube, das ist auch kooperativ, das weiß ich gar nicht. Es war auf einer Spiel so voll gehypt und die ich kenne, die das jetzt auch gespielt haben, haben auch gesagt, dass es cool ist. Ja, das scheint kooperativ zu sein. Man stellt hier ein Team zusammen und ja. Ich glaube, hier hast du dann dein Szenario. Ja. Mehr werden wir später erfahren. So. Was dachtest du denn, dass ich das Spiel meine? Nee. Welches denn? Ich vermisse ein Spiel. Welches denn? Darüber reden wir gleich. Wildes Serengeti. Das sieht. Also, was ich schön fand an dem Wild Spiel. Aus. Das sind die ganzen Tiermiepel. Also wir haben hier wirklich Tiere, die dann auch, die man erkennen kann. Und wir haben hier sowas ähnliches wie bei Everdell. Und zwar haben wir hier so einen Felsen, der so 3D gebaut ist. Also, und der sieht auch aus, ob er genau dieselbe Funktion hat. Einfach nur Karten halten und Miepel halten. Ja. So vom Spiel weiß ich nicht viel, aber die Tiermiepel, die haben mich schon ein bisschen angesprochen. Ja, da bin ich auch gespannt, was das kann. Ja. Aber sieht sehr cool aus. Das ist unser letztes Spiel, was ich im Paket hatte. Ich dachte, was ist denn mit Mind Management? Also ja, wir haben hier noch so ein bisschen Gutscheine. Mind Management ist, glaube ich, dann ist noch gar nicht fertig. Ja, das kann aber das kommt erst nach dem Spiel. Dass du das meinst, dachte ich. King of 12 Sticker. Kannst du auf dein Auto kleben. Artemis Project Karten.
Treuegutschein für... Und auf welches Spiel von denen freust du dich jetzt hier am meisten? Okay. Also. So, jetzt kommen wir zu den Spielen. Die Spiele sind so... Wir haben ja vor kurzem ein Amigo-Video gemacht. Da haben wir die Spiele ja einfach an einem Tag alle durchgespielt. Und ich glaube, hier kann man schon so ein paar Spiele auch ganz gut durchspielen. Ne? Also hier Wundervolles Königreich, das gibt, denke ich, kriegen wir ganz schnell auf den Tisch. Ich denke auch, das Duftland Sand ist auch genauso. Das ist auch nicht, soll auch nicht lange gehen. Das heißt, wir werden die Spiele alle relativ schnell auf den Tisch bekommen. Außer vielleicht das Partyspiel, weil ich denke, zu zweit wird das keinen Sinn machen. Ja, es geht erst ab 3. Vielleicht haben Nilo und Luke ja Bock. Ja, haben die Bock. Aber Mortum hast du mir jetzt so ein bisschen angeteasert, dass das was total für mich sein sollte. Weiß ich noch nicht. Bin ich gespannt. Ich finde, das sieht sehr, sehr düster aus. Und es ist solche Deduktionsspiele, also die da auch immer so ein Szenario haben und so weiter. Ich finde, es ist so schwer, das wirklich gut zu machen. An sich würde ich auch sagen, das ist genau meine Art von Spiel. Aber oft sind die gar nicht so gut. Einfach weil die schlecht gemacht sind. Die Story ist nicht spannend genug oder die Leute reagieren ganz, ganz seltsam. Das fand ich zum Beispiel bei den jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Dieses große weiße Spiel mit Zeit. Time Stories. Das mochte ich dort nicht, weil ich fand, sehr oft waren die Sachen nicht so logisch. Aber widersprecht mir gerne. Okay. Innerlich. Ach, kommentiert das auch. Ist okay. Auf jeden Fall. Ich lese das nicht. Kommentiert ruhig. Nein, könnt ihr gerne schreiben, ob ihr das anders seht. Aber deswegen hat mich Time Stories zum Beispiel einfach nicht überzeugt. Deswegen bin ich da sehr gespannt, aber skeptisch. Genau, aber Wundervolles Königreich, muss ich sagen, da freue ich mich auch sehr drauf. Und Wildes Hirn geht die Glocken. Ich freue mich auf Luft, Land und See. Echt? Ja. Ich glaube, das ist so, könnte ein schöner Absacker sein. Also, ist natürlich aber auch jetzt nicht dein Thema, ne? Ja, aber es sieht ein bisschen, also es erinnert mich ein ganz klein wenig an das Zwei-Personen-Spiel mit dem Huhn und dem Koch. Zumindest sieht Schottentotten? Das, ja, genau, Schottentotten 2. Da sieht es so ähnlich aus. Also wir haben Zahlenkarten und ein bisschen, dass wir gegeneinander kämpfen, aber keine Ahnung. Ja, das sind die wunderschönen Spiele. Gut, dann... Hoffe ich, hattet ihr Spaß mit dem kleinen Unboxing. Wir werden euch die Spiele dann irgendwann vorstellen. Und ja. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Und Waldi sagt... Tschüss!